Ein Eigentor hat das Spiel Österreich gegen Frankreich am Montagabend entschieden und viele Polit-Insider attestieren auch der ÖVP ein Eigentor am Montag. Und zwar im Kampf gegen die Grünen, muss man ehrlicherweise sagen. Denn Leonore Gewessler hat am Montag in Luxemburg ein Ja zum Renaturierungsgesetz abgegeben, was dazu führt, dass es auch umgesetzt wird. Denn denke ich, knapp mit gerade mal 66% aller in der EU lebenden Menschen bzw. Stimmberechtigten hat man dieses Gesetz angenommen und das wird jetzt auch umgesetzt werden müssen. Damit hat die ÖVP offensichtlich nicht gerechnet. Scheinbar hat der Verfassungsdienst, der für die Regierung zuständig ist und hier auch verfassungsrechtliche Fragen klärt, vorgegeben, dass das ein Rechtsbruch wäre, würde Leonore Gewessler ein Ja bei dieser Abstimmung abgeben. Und da hat man wohl in der ÖVP nicht damit gerechnet, dass die Grünen sich das trauen. Die haben sich allerdings getraut und der Aftermath, also das, was danach passiert ist, das hat die ÖVP ebenfalls nicht besonders gut dastehen lassen. Zuerst ist von Anzeigen gesprochen worden beim Europäischen Gerichtshof wegen Nichtigkeit und in Österreich bei der Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauch. Inwieweit die schon eingegangen sind, ist momentan nicht kolportiert. Fakt ist, dass es dann um 17 Uhr ein Statement von Karl Nehammer hätte geben sollen. Das hat sich etwas nach hinten verschoben und auf Social-Media-Kanälen hat man sich über den Black Screen lustig gemacht. Dann kam das Statement, allerdings ist die Häme danach nicht geringer geworden, denn hier hat man vor allem bekrittelt, dass man einerseits Leonore Gewessler, also einer Ministerin, einen Rechtsbruch vorwirft, auf der anderen Seite aber die Koalition nicht auflösen will. Gut, das Ganze macht natürlich auch etwas Sinn, vor allem wenn man die Geschichte der ÖVP sieht und daran zurückdenkt, wie Sebastian Kurz aus der Regierung geflogen ist, das direkt im Wahlkampf und das eben auch schwere Folgen gezeigt hat für das Wahlergebnis der ÖVP, beziehungsweise die Problematik, dass Karl Nehammer seinen Wahlkampf unbedingt aus der Position des Bundeskanzlers herausführen will. Wäre das nicht möglich, hätte man vermutlich ganz schlechte Karten bei der Wahl. So zumindest die Perspektive der ÖVP. Aktueller Stand der Dinge, wir warten darauf, wie es mit den Anzeigen gegen Leonore Gewessler weitergeht.